Hallo ihr Lieben, mein Name ist Arne Polzer und das hier ist mein theologischer Salon. Heute möchte ich über den Begriff des Evangeliums zu euch sprechen. Gehört? Habt ihr das alles schon mal? Evangelium. Konfirmandenunterricht, in der Kirche, in klugen Büchern, Zeitschriften. Evangelium. Man merkt, das ist kein deutsches Wort. Ne? Kommen tut es ursprünglich aus dem Griechischen und zu uns ins Lateinische und dann ins Deutsche. Griechisch Euangelion ist die gute Nachricht oder die gute Botschaft. Eu, das kennt man auch aus dem Gesundheitsbereich, ist eine Vorsilbe, die so viel heißt wie gut. Und Angelion, da ist der Engel drin, der Bote. Angelos griechisch ist der Bote, der Überbringer einer Nachricht. Und das sind natürlich Engel quer durch die Bibel eigentlich. Da geht es nicht um Flügel oder wunderbares Leuchten oder sowas, sondern es geht um die Botschaft Gottes, die die Engel mit sich bringen. Ja, und Euangelion heißt dann die gute Nachricht. Ja, dann als Evangelium latinisiert im Lateinischen, über die lateinische Kirche zu uns gekommen und dann eben Evangelium heute im Deutschen. Ja? Und gemeint ist damit aber immer die gesamte Erzählung des Lebens von Jesus. Jesus Christus, Jesus von Nazareth, das ist das Evangelium. Also von der Geburtsgeschichte, die wir kennen und Weihnachten daraus feiern, quer durch sein Leben, sein Erleben und auch sein Lehren bis zu Tod und Auferstehung. Das als gesamtes Werk ist dann das Evangelium, die gute Nachricht. Und falls es euch noch nicht aufgefallen ist, in der Bibel gibt es das gleich viermal. Viermal. Es gibt das Matthäus-Evangelium, das Markus-Evangelium, das Lukas-Evangelium und das Johannes-Evangelium. Alle benannt nach ihren möglichen Autoren, über die wir sonst ziemlich wenig wissen. Ja? Das heißt, diese Autoren haben ungefähr zwischen dem Jahr 50, 55, 60 bis ungefähr ins Jahr 110 gelebt und gearbeitet. Das bedeutet gleichzeitig, dass die Evangelien nicht die ältesten Schriften des Neuen Testamentes sind. Das ist ein Ding, oder? Es geht nicht mit den Evangelien los, sondern es geht mit den Briefen von Paulus los. Die sind 10 bis 50 Jahre älter als die eigentlichen Evangelien. Das heißt, die Leute haben als erstes angefangen, die Briefe von Paulus weiterzugeben und zu tauschen und sich darüber auch auszutauschen, weil sie durchs Hörensagen und das gegenseitige Erzählen ganz viel übers Leben Jesu schon wussten. Und deshalb hat man als erstes die Erläuterungen gebraucht. Und erst dann, als dann die nächste Generation und vielleicht sogar schon die übernächste Generation am Anrollen war, haben die Leute gesagt, würde es nicht Sinn machen, wenn wir uns hinsetzen würden und die Dinge, die von Augenzeugen und Ohrenzeugen jetzt noch erzählt werden können, wenn wir die mal aufschreiben würden, wäre auch keine schlechte Idee. Und wir haben gar keine einzige Evangelien-Urschrift. Das heißt, wir haben nicht denjenigen oder das als Werk vorliegen von demjenigen, der sich als erstes Mal hingesetzt hat und gesagt hat, ich schreibe jetzt mal alles auf, was der Jesus gesagt hat. Und wir haben auch nicht das als Urschrift von demjenigen, der gesagt hat, ich schreibe mal alles auf, was der Jesus an Wundern gemacht hat. Das haben wir alles nicht. Und das heißt, wir haben nur die ersten weiteren Bearbeitungen dieser Themen sozusagen. Und das macht es dann manchmal ein bisschen schwierig. Und dann merkt man, wenn man anfängt, drüber nachzudenken und ein bisschen in die Wissenschaft eintaucht, dass das Älteste vermutlich das Markus-Evangelium ist. Das ist im Grunde das Kürzeste und ist der deutlichste Abriss eines erzählenden Darstellens von dem, was der Jesus gemacht hat. Und dann merken wir auf einmal, wenn wir das Lukas- und das Matthäus-Evangelium uns genau anschauen, dass da manche Passagen wie aus dem Markus-Evangelium herauskopiert wirken. Und ganz ernsthaft, so als Theologe, als Geisteswissenschaftler kann ich dazu nur sagen, es spricht auch sehr dafür, dass genau das gemacht worden ist. Die Schreiber von Matthäus und Lukas Evangelium, die hatten ein Markus Evangelium in der Hand und sie hatten aber auch noch einen ganzen Stapel auf ihrem Schreibtisch mit
Ja, mit Geschichten über Jesus, mit Dingen, mit Sprüchen, mit Sachen, die nur sie in ihrem Bekanntenkreis und von ihren Zeugen gehört und gesammelt hatten. Und dann haben sie sich hingesetzt und haben das Markus-Evangelium genommen und haben ihre eigenen Quellen genommen und haben das Ganze zusammengesetzt. Und auf diese Art und Weise sind dann zwei weitere Evangelien in ganz ähnlicher Zeit, 10 bis 20 Jahre nach dem Markus-Evangelium, entstanden. Das Johannesevangelium, das ist dann noch mal was ganz anderes. Das kann man im Grunde überhaupt nicht parallel mit den anderen Evangelien lesen. Das hat wenig Sinn. Aus dem einfachen Grund, dass die Situation des Johannes vermutlich eine ganz andere war. Ich gehe, wie die meisten Wissenschaftler, davon aus, dass das Johannesevangelium so um das Jahr 100 geschrieben worden ist. Da war schon die erste Christenverfolgung unterwegs. Da gab es schon die ersten Gemeinden, wo die zweite, dritte Generation von Christen unterwegs war. Und die waren sich auf einmal nicht mehr so ganz sicher ob der ganzen Sache. Die haben gesagt, na, hätte nicht eigentlich die Welt längst enden müssen, hätte nicht Jesus schon wieder wiederkommen müssen, hätte Gott diese ganze Verfolgung der von uns Christen durch die Römer, durch die Bösen, hätte das nicht eigentlich Gott schon stoppen müssen und die Endzeit mitte doch angefangen haben müssen. Und da hat sich der Johannes was gedacht, was im Prinzip pädagogisch eine großartige Idee ist. Er hat sich gesagt, ich nehme die ganzen Dinge, die man von Jesus wissen kann und vor allem die, die man glauben kann, auf die man vertrauen kann. Und das schreibe ich für meine Gemeinde, für meine Fragen, für die Fragen von meinen Leuten einfach nochmal neu. Da ging es dem nicht mehr darum, dass er irgendwelche Quellen hatte. Dass er noch irgendjemand gekannt hat, der jemand gekannt hat, der in den Evangelien, in den Geschichten, in den Wundern oder in den Erzählungen irgendwie vorkommt. Dem ging es allein darum zu sagen, wie bereite ich das, was wir schon haben, für meine Gemeinde so auf, dass deren Hoffnung gestärkt wird, dass deren Glauben gestärkt wird. Und das ist ein anderer Sorte Evangelium daher. Deshalb spricht man auch manchmal nur von den ersten drei Evangelien und nimmt das Johannesevangelium separat. Nicht in jedem Evangelium finden wir alles. Das ist auch zum Beispiel recht interessant. Wenn ihr Wundergeschichten sucht, wie Jesus Wunder tut, dann müsst ihr ins Markus-Evangelium schauen. Ein Wunder nach dem anderen, großartig. Wenn es zum Beispiel um die Weihnachtsgeschichte geht, dann müsst ihr für einen Teil, das, was wir an Weihnachten so schön kennen, ins Lukas-Evangelium schauen und für einen anderen Teil ins Matthäus-Evangelium. Und nur kombiniert ergibt es das, was wir denken, was die Weihnachtsgeschichte eigentlich ausmacht. Was für uns als heutige Leser eigentlich seltsam ist, ist das Folgende. Und zwar die Vermischung der literarischen Gattungen. Ihr wisst bestimmt, auch wenn euch der Begriff jetzt erstmal vielleicht nichts sagen mag, aber literarische Gattungen, unterschiedliche kennt ihr. Es gibt ein Telefonbuch, es gibt einen Liebesroman, es gibt einen Krimi, es gibt ein Sachbuch. Ja, ganz unterschiedliche Sachen. Wir würden nie einen Liebesroman wie ein Sachbuch lesen, ja? Und wir würden uns nie darauf zurückziehen, uns zu fragen, weil wie die literarische Qualität des Telefonbuchs eigentlich ist oder von einem Kochbuch oder so. Das sind einfach ganz unterschiedliche Gattungen, sagt man, ja? Mit unterschiedlichen Anwendungszwecken. Aber diese Trennung der Gattungen, das hat man damals noch nicht so vor sich gehabt. Das heißt, gerade wenn man das Neue Testament liest und die Evangelien darin, dann merkt man, wie die einzelnen Gattungen so ineinander schwimmen. Da hat man Ortsbeschreibungen, die manchmal irrepräzise sind, vielleicht weil der Autor schon selber dort gewesen ist. Genauso hat man aber dann Dinge, wo man sagen muss, okay, da greift jemand eine literarische Tradition auf von Dingen, die weit vor Christus gelegen sind, in der jüdischen Tradition oder einfach in der antiken Götterwelt. Ganz unterschiedliche Sachen. Und das fließt da alles zusammen. Ja? Wir haben da durchaus echte historische Berichte in den Evangelien. Wir haben aber auch genauso Glaubensaussagen, Zitate Jesu. Wir haben Wundererzählungen, die es interessanterweise über andere Leute erzählt, schon in anderen antiken Texten gibt. Wir haben da ganz unterschiedliche Dinge, die Lehraussagen Jesu. Manchmal muss man sich fragen, sind es Jesu Lehraussagen oder sind es die Lehraussagen, die ein Autor ihm in den Mund gelegt hat? Das ist nicht einfach, wenn man erstmal anfängt, drüber nachzudenken.
Und deshalb kann man halt aus meiner Sicht, das ist dann noch ein, vielleicht einen separaten theologischen Salon wert, deshalb kann man da auch nicht einfach sagen, alles, was in der Bibel steht, ist wahr. Da muss man als erstes diskutieren, was Wahrheit ist. Und dann muss man als zweites überlegen, ob jede literarische Form, jede literarische Gattung überhaupt einen Wahrheitsanspruch hat. Und in welcher Form. Das ist also alles gar nicht so richtig einfach. Die vier Evangelien, die wir in der Bibel haben, sind nicht die einzigen Evangelien, die es gibt. Es gibt noch, die literarische Wissenschaft kennt aus dieser Zeit noch ungefähr ein, zwei Dutzend weitere Versuche, ein Evangelium zu schreiben. Manchmal erfolgreicher, manchmal weniger erfolgreich. Es gibt da auch keine, wie es manche Leute annehmen, vatikanische Verschwörung oder so, die dafür gesorgt hat, dass das nicht veröffentlicht wird. Nein, es war einfach so, die Evangelien, die den Menschen was im Glauben gesagt haben, die sind unter den einzelnen Kirchengemeinden, den jungen christlichen Gemeinden, hin und her getauscht worden. Habt ihr das Markus-Evangelium schon? Nein, wir haben das Matthäus-Evangelium. Schickt mal rüber. Und dann hat, wenn man es gut fand, hat man der Gemeinde daraus vorgelesen, haben die gesagt, das wollen wir dauerhaft hier haben im Gottesdienst. Und dann hat sich einer hingesetzt und hat es im Laufe von ein paar Monaten abgeschrieben. Es gab ja noch keinen Buchdruck. Das heißt, über dieses Abschreiben verbreiteten sich die Texte von einer christlichen Gemeinde zur nächsten. Und nur das, was konsequent weiter verbreitet wurde und Anklang fand, ist heute in unserer Bibel drin. Und die Sachen, wo die Leute gesagt haben, ach, also bitte, was ist denn das für ein Quatsch? Das kenne ich doch schon mit dem Philosophen oder mit dem römischen Kaiser, diese Wundergeschichte, das ist alles, das ist Quark, das lassen wir. Dann ist das versickert, dann hat diese Gemeinde gesagt, okay, ne, das bieten wir keinem anderen an und es wollte auch kein anderer haben. Und so funktionierte das. Ja. Und die Evangelien, aus meiner Sicht, haben uns bis heute vieles zu sagen. Manchmal ist es einfach nur schön, was da zu lesen ist. Das erfreut einem irgendwie. Und manchmal stellt es so manches von dem, was wir heute für wahr und richtig halten, so ganz automatisch in Marktwirtschaft und Kapitalismus und Effizienz und welche Begriffe unseren Alltag sonst noch so prägen. Manchmal stellt es das ganz schön in Frage. Und ich denke, wir werden nur dann bessere Menschen und auch bessere Christen, wenn wir uns gelegentlich in Frage stellen lassen. Ja, ihr Lieben. Es würde mich freuen, wenn wir uns darüber austauschen können. Schreibt mir einen Kommentar hier unten drunter oder bei mir auf Facebook. Könnt auch persönlich mich anschreiben, ist gar kein Problem. Vielleicht macht ihr ein kleines Häkchen davon, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr Lust habt, das häufiger von mir auf diese Art und Weise was zu hören, dann abonniert die ganze Chose doch. Das wäre doch gar nicht schlecht, oder? Deshalb passt gut auf euch auf, bleibt behütet.